Hier kommt mal was ganz was Besonderes. Ihr seht es schon am Namen: Basilikum Kräuter Mandelpesto. Aus einer Notlösung heraus entstanden, aber es ist mir wunderbar gelungen. Ursprünglich wollte ich reines Basilikumpesto machen, aber meine Pinienkerne waren alle und genug Basilikum hatte ich auch nicht. Wie mir dennoch dieses Weltklasse-Pesto gelungen ist, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Ich zeige euch zunächst die Zutaten, die ich als erstes bereitgestellt hatte. Im Verlauf des Videos ergänze ich dann weitere. Zum Nachlesen aber hier schon mal alle Zutaten, die ihr natürlich wie immer unter dem Video nachlesen könnt. Da wären 15 Gramm frische Basilikumblätter, 15 Gramm getrockneter Kräutermix, je 5 Gramm Petersilie, Schnittlauch und Zwiebeln, 30 Gramm Parmesankäse gerieben, 30 Gramm gemahlene Mandeln, ein gestrichener Teelöffel Knoblauchmus, 40 ml Olivenöl extra virgin, ein Viertel Teelöffel Salz und ein Viertel Teelöffel schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Hier schon mal die ersten Zutaten. Da ich eine Nussallergie habe, habe ich die geriebenen Mandeln vorher geröstet. Das zerstört die Allergene. Außerdem geben geröstete Mandeln ein hervorragendes Aroma. Seid aber vorsichtig beim Rösten, erst passiert nichts und dann werden sie plötzlich ganz schnell schwarz, wenn ihr nicht aufpasst. Und noch etwas, rösten in einer heißen Pfanne ohne Beigabe von Fett. Zunächst gab ich alle Zutaten in ein hohes Mixgefäß und wollte sie mit dem Pürierstab pürieren. Das war jedoch von wenig Erfolg gekrönt. Die Zutaten sackten nämlich so weit zusammen, dass der Pürierstab nicht alles ergriff und ich so kein Pesto bekam. Also musste eine Lösung her. Einfach mehr Öl? Nein, dann hätte ich ein Kräuteröl gehabt, aber kein Pesto. Da ich keine weiteren frischen Kräuter mehr hatte, habe ich dann einfach getrocknete Kräuter genommen. Jetzt konnte ich auch noch mal ein bisschen Öl nachgießen und so konnte ich alles zu einem wunderbaren Pesto pürieren. Und dann abfüllen, et voilà, da ist es. Da ich vieles selber mache, schaut euch doch einfach mal meine Playlist hier oben an, was ich sonst noch so alles selber mache. Das war's auch schon von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.